Heute habe ich nochmal eine Buchvorstellung für euch und zwar soll es heute um dieses Buch hier gehen. Diamonds for Love, voller Hingabe von Leila Hagen. Und ich habe dieses Buch, wie viele andere Blogger auch, einfach vom Verlag zugeschickt bekommen. Ja, ich habe nicht nur dieses Buch zugeschickt bekommen, sondern da war auch noch ein Lesezeichen dabei. Und hier hinten steht drauf, Diamanten sind für die Ewigkeit und die Liebe. So eine Kette gab es noch da dazu. Sieht man jetzt nicht richtig, gell? Und diesen Beutel gab es auch noch da dazu. Fand ich voll süß. Und diese coolen Sachen hier habe ich vom Piper Verlag einfach zugeschickt bekommen, wie einige andere Blogger auch. Und da habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an den Verlag, dass ihr da an mich gedacht habt. Ich fand es richtig cool. Vor allen Dingen habe ich mich so gefreut, weil das auch tatsächlich ein Buch ist, was ich auch tatsächlich lese. Also, kennt ihr das? Oftmals bekommt man als Blogger oder Booktuber, ist ja völlig wurscht, bekommt man Anfragen, entweder vom Verlag oder von Self-Publishern, wo es heißt, ja, ich kenne deinen Kanal, ich finde den toll und du solltest mein Buch lesen, es passt voll zu deinem Kanal. Und dann kriege ich Kinderbücher vorgeschlagen oder Thriller oder Horrorbücher, wo ich mir denke, du kennst meinen Kanal nicht. Ich lese sowas nicht und ja, deswegen habe ich mich sehr, sehr gefreut, dass ich vom Piper Verlag ein Buch bekommen habe, was ich auch tatsächlich ansprechend finde. Und ich habe von diesem Buch vorher noch nichts gehört und war sehr, sehr gespannt auf die Geschichte und habe sie dann gleich verschlungen. Ich habe dieses Buch auch in einem Rutsch gelesen, an einem Tag. Und ich erkläre euch jetzt aber erstmal, worum es in diesem Buch eigentlich geht. In diesem Buch geht es um Sebastian Bennett und allein der Name Bennett erinnert mich so immer an Stolz und Vorurteil, dass ich den so toll finde. Und ja, es geht um Sebastian Bennett und Sebastian Bennett ist der CEO einer ganz, ganz großen Juwelier- und Edelsteinfirma in Amerika. Er lebt in San Francisco und hat diese Firma von Grund auf selbst aufgebaut und hat halt sein ganzes Herzblut in diese Firma gesteckt, um halt seiner Familie ein besseres Leben zu ermöglichen. Denn Sebastian Bennett kommt aus einer ziemlich großen Familie. Er hat insgesamt noch 8 Geschwister und er hat halt schon früh angefangen, seine Familie, wo es geht, nur zu unterstützen, um halt seinen Geschwistern und auch seinen Eltern ein besseres Leben zu ermöglichen. Und seine Eltern sind für ihn auch ein großes Vorbild. Sie feiern jetzt ihren 36. Hochzeitstag und Sebastian selbst hat aber die Suche nach der großen Liebe aufgegeben. Denn seine letzten Beziehungen waren immer Beziehungen, wo die Frauen entweder nur sein Geld wollten oder seine Prominenz und nicht ihn. Und deswegen hat er es aufgegeben mit der Frauenwelt und ja, eines Tages trifft er dann auf Ava Lynn. Ava ist die neue Marketingreferentin in der Firma und Ava verkörpert alles, von dem er dachte, dass er es nicht haben könnte. Sie ist schön, sie ist intelligent, sie ist sexy und sie ist eine ganz normale, bodenständige Frau, die auch keinerlei Ansprüche an ihn hat. Und wo er dann merkt, je besser er sie kennenlernt, dass sie halt nicht sein Geld will und nicht sein Promi-Status und ja, sondern dass sie eine ganz normale Frau ist und eine Frau, in die man sich verlieben könnte. Das ist aber natürlich nicht so einfach, denn er ist ihr Boss und damit ist sie für ihn, hinten steht drauf, off limits, weil sie seine Angestellte ist und er mit ihr nichts anfangen darf. Und ja, was dann mit den beiden alles passiert, das ist es quasi, worum es in Diamonds for Love, den ersten Teil voller Hingabe, geht. Und ich muss sagen, ich bin so ein bisschen ängstlich an die Geschichte rangegangen, denn oftmals hat man es ja so, denn oftmals ist es ja so, dass diese Männer in diesen Geschichten immer sehr schwierig sind und immer ein dunkles Geheimnis haben in ihrer Vergangenheit, weswegen sie irgendwelche Macken haben und sowas hatte ich halt auch schon 1000-mal gelesen und auf sowas habe ich im Moment auch keine Lust mehr. Deswegen war ich hier so ein bisschen ängstlich, wo ich angefangen habe, dieses Buch zu lesen, aber Sebastian Bennett hat mich sofort in seinen Bann gezogen, denn er ist ein komplett bodenständiger, toller Mann. Klar, er ist ein Alpha-Tier und er ist ein Macho an manchen Stellen, wo es keinen zweiten gibt. Aber er ist ein ganz normaler, bodenständiger Mann. Er hat keine Dramen in seiner Kindheit erlebt. Nein, er hat einfach in seinem Leben hart gearbeitet für das, was er wollte und ist trotzdem auf dem Teppich geblieben und er liebt seine Familie, er liebt seine Geschwister und hat halt einfach noch nicht die richtige Frau gefunden. Und das war, und der war mir einfach dadurch so sympathisch, dadurch hatte der schon 1000 Sympathiepunkte bei mir gewonnen, dadurch, dass er einfach nur ein ganz normaler Mann war und nicht irgendwas, weiß ich nicht, hier aller Shades of Grey, ihr wisst, irgendwas mit... Nein, er ist ein ganz normaler Mann und das hat mir so gut gefallen. Und auch unsere Protagonistin Ava, sie ist eine ganz normale Frau. Sie ist normal. Sie ist ohne Vater aufgewachsen und das ist ja heutzutage auch nichts, was es nicht überall gibt. Und ihre Mutter ist leider schon verstorben an Krebs und
sie ist dadurch allein und hat halt keine Familie und kann es halt dadurch auch schwer nur zulassen, dass sich jemand um sie kümmert. Und auch das war alles für mich nachvollziehbar und glaubwürdig, weil es halt einfach Sachen sind, die jedem von uns passieren kann und weil es halt auch solche Menschen im realen Leben natürlich gibt. Natürlich spielt die Geschichte wieder einen gewissen Kreis, natürlich hat er Geld und Macht und das ist natürlich auch wie immer ein bisschen kitschig und klischeehaft. Aber dadurch, dass mir die Charaktere in diesem Buch so sympathisch waren, fand ich die Geschichte einfach nur richtig, richtig gut. Die hat mir so unglaublich gut gefallen, das glaubt ihr gar nicht. Ich fand dieses Buch einfach nur richtig, richtig toll. Die Handlung in diesem Buch hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich mochte den Verlauf der Geschichte, ich mochte, wie sich das Ganze entwickelt hat. Ich mochte die Dynamik zwischen den beiden. Ich fand die Spannungsbögen in der Geschichte richtig gut. Also von der Handlung her kann ich nur sagen, top, I like. Was die Charaktere betrifft, waren mir unsere beiden Hauptcharaktere hier sehr, sehr sympathisch. Wir haben hier zum einen Ava Lind, die ich schon als Protagonistin in diesem Buch bezeichnen würde, und natürlich Sebastian Bennett. Wir lesen aus der Sichtweise beider Charaktere, was ich auch sehr, sehr gut finde, weil man dadurch wieder einen guten Einblick auch auf ihn bekommt und auf seine Gefühlswelt. Und ja, beide entwickeln sich natürlich in dieser Geschichte weiter und das fand ich auch richtig gut. Man hat die Zweifel gemerkt, die beide miteinander hatten. Man hat die Ängste gemerkt, was könnte da jetzt passieren, wenn ich das tue. Und das fand ich richtig gut und auch die Nebencharaktere waren mir sehr, sehr sympathisch. Also die ganze Familie von Sebastian Bennett ist einfach toll und auch die anderen Nebencharaktere, die in diesem Buch noch vorkamen, haben mir richtig gut gefallen. Also was die Charaktere betrifft, kann ich auch mal sagen, I like. Was das Setting betrifft, finden wir uns hier in San Francisco und ich meine, hallo, San Francisco ist einfach eine wahnsinnig tolle Stadt und man kann da so, so viel rausholen aus dieser Stadt und ich fand das Setting richtig gut. Ich mochte die Orte, die die Autorin sich hier ausgesucht hat, wo das Ganze gespielt hat. Ich fand die Beschreibungen in dieser Geschichte auch richtig gut. Ich konnte mir die Orte richtig gut vorstellen. Also vom Setting her kann ich auch nur sagen, dass ich es wirklich richtig mochte. Kommen wir als letztes noch zum Schreibstil. Der Schreibstil der Autorin hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Es ist ein lockerer, leichter Schreibstil. Natürlich ist er stellenweise sehr, sehr überzogen und sehr, sehr klischeehaft und sehr, sehr kitschig. Aber so soll es bei diesen locker, leichten, erotischen Romanen natürlich auch sein. Wenn ich so einen Erotikroman lese, erwarte ich keine schwere Kost und kein Drama aller The Fault in Our Stars. Also ich erwarte da keine komplizierten Sätze oder irgendwas. Ich möchte, dass die Geschichte schön vor sich hin plätschert und dass ich das in Ruhe lesen kann, dass ich einen guten Flow habe beim Lesen. Und das hat der Schreibstil von Leila Hagen definitiv bei mir gehabt. Ich kam richtig gut durch das Buch. Wie gesagt, ich habe frühs angefangen, ich war abends fertig und das spricht eigentlich nur für die Geschichte. Die Geschichte hat mich voll in seinen Bann gezogen. Ich wollte wissen, wie es weitergeht. Wie gesagt, die Charaktere waren mir ultra sympathisch. Und ich mag das Buch wirklich dafür, dass es so eine locker leichte Erotikgeschichte ist. Kann man das super zwischendurch mal mitlesen. Gerade wenn man, wie ich, auch viel Fantasy zwischendurch liest, sind solche Geschichten immer ideal, um halt auch mal wieder was zu lesen, was einfach was Leichtes ist. Also, wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also, ich mochte Diamonds for Love wirklich sehr. Ich bin gespannt, wie das Ganze weitergeht. Am Ende erfährt man auch schon, um wen es wahrscheinlich dann im zweiten Teil gehen wird. Und das fand ich auch sehr, sehr cool. Und ich sag mal, bei 8 Geschwistern, die Sebastian Bennett hat, ist hier noch einiges rauszuholen aus der Reihe. Und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und ich freue mich sehr, dass der Verlag mir das zugeschickt hat. Und ja, schaut euch Diamonds for Love auf jeden Fall an, wenn ihr so erotische Liebesgeschichten mögt. Dann ist es definitiv was für euch. Die Erotik spielt ja nicht im Vordergrund, so wie bei Crossfire oder sowas, wo die sich wirklich jede zweite Seite bespringen. Nein, so ist es Gott sei Dank nicht. Wir haben hier eine Handlung, die vordergründig spielt. Natürlich schmachten sich die Charaktere zwischendurch mal an und natürlich wird beschrieben, wie gut jeder aussieht und wie toll jeder ist und was man auch für jeden empfindet und wo es kribbelt und naja, ihr wisst schon, aber das ist in dem Buch okay. Also es ist jetzt nicht so, dass man hier das auf jeder Seite hat. Also Gott sei Dank ist es nicht so. Aber ich mochte das Ganze und ich fand es als locker leichte erotische Liebesgeschichte so für zwischendurch einfach mal mit richtig cool. Und ja, kann es euch, was das betrifft, nur einfach meine kurze Buchvorstellung zu Diamonds for Love von Leila Hagen. Wenn ihr das Buch kennt und schon gelesen habt, schreibt mir immer eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ansonsten könnt ihr mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr generell von so erotischen Liebesgeschichten haltet. Findet ihr das gut, dass die kitschig und klischeehaft sind? Oder sagt ihr manchmal so, ein bisschen Ernsthaftigkeit wäre schon nicht verkehrt? Also ich mag ja Kitsch und Klischee. Wie ist das bei euch? Schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.